Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Deutschland geht es sehr gut ökonomisch. Der Arbeitsmarkt brummt, die Ökonomie brummt, haben Sie richtigerweise gesagt. Auf der anderen Seite muss man aber auch feststellen, dass der Wohlstand und der Reichtum in Deutschland nicht bei allen ankommt. Und der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zeigt das sehr deutlich. Die untersten 40% haben in den letzten 20 Jahren nicht dazu gewonnen. Sie haben kein höheres Einkommen. Die Einkommen der Reichsten, die Vermögen der Reichsten sind stark gestiegen. Im Durchschnitt geht es besser. Aber die Schere geht auseinander, die Armutsquoten steigen. Die Kinderarmut ist das erste Mal nach dem Armuts- und Reichtumsbericht auf über 20% angestiegen. Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland hat ein Einkommen unter der Armutsgrenze. Und wir hängen also ein Fünftel der Kinder hängen wir ab. Und ähnliche Studien gibt es nicht nur bei der finanziellen Dimension, sondern auch bei Bildung und anderen Bereichen. Damit verscherzen wir uns die Zukunft, und wir müssen vor allen Dingen in die Kinder investieren und dafür sorgen, dass Kinderarmut verringert wird in Deutschland. Und wenn wir drangehen an die Verteilungsfragen, die es sich stellen bei uns, dann müssen wir dafür sorgen, und wir können dafür sorgen, dass alle Menschen, die hier leben, selbstbestimmt teilhaben können an der Gesellschaft, dafür sorgen, dass niemand ausgegrenzt wird. Von